Servus Ronja und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Phoenix. Letzte Folge haben wir leider im unterirdischen Drachennest nichts gefunden. Das heißt, diese Folge, naja, wird es wohl was werden. Hoffe ich, denke ich. Ja, nein, gemischt. I don't know. Ich habe hier diesen schicken Spirit Tree jetzt und da habe ich jetzt Samen reingelegt. Ich hatte ja noch einen Sapling. Und ihr habt ja gesagt, das ist so, ich habe nur vergessen, den die ganze Zeit zu pflanzen. Und jetzt habe ich gedacht, komm, weil du gar nichts machst, setzt du ihn dir halt mal auf den Balkon und dann gut ist. Ja, aber naja, es ist wie es ist. Ich baue diesmal nicht meine Schalkerbox auf, weil ich nicht auf Abenteuer gehe. Ich habe nämlich andere Pläne. Und zwar, Moment, was ich euch noch zeigen wollte, ist, Momentchen, dass man nicht in die Netze gehen sollte. Das wollte ich euch zeigen. Richtig, genau, klar, das war der Plan. Ja, also ich bin da auch dran an was. Oh, dauert das so lange? Ich will hier doch nur raus. Man kann... Komm schon. Blödes Netz, Mann. Okay, jetzt gibt's, immerhin gibt es mir Fische. Es gibt mir jetzt diesen Kugelfisch. Ach, for realsies? Es gibt mir auch Netz. Hä? Das verschwindet einfach nicht. Okay. So, naja, wie dem auch sei. Ich war da an was dran. Da oben ist Baby Ronja. Hallo Baby Ronja. Hier steht was. Hallo Ronja. Ich, Tops, habe ein Geschenk für dich. Folge einfach dem Redstone. Das ist aber nett von dir, Tops. Dann folge ich mal dem Redstone. Hier, das habe ich alles ausgehoben, weil ich hier überlegt habe, ob ich ein Haus für Baby Ronja... Okay. Wow, Tops. Wow. Gar keine offensichtliche Druckplatte. Ich weiß nicht, was das für ein Gitter ist. Ehrlich gesagt. Dude. Ich glaube, es sieht aus wie so ein kleiner Käfig, aber ich kann den nicht abbauen. Scheinbar. Toll. Ja. Moment, kann ich... Komme ich da noch ran oder ist der jetzt weg? Ach, komm schon. Oh, warte, bitte. Nee, ich steck nicht drin. Alles klar. Danke für die Falle, mein Lieber. ich muss sagen, wenn er die Ghostblöcke benutzt hätte oder sowas... Dann wäre ich hundertprozentig jetzt in diesem Käfig drin. Aber dadurch, dass er da eine Druckplatte draufgesetzt hat und man das halt gesehen hat. Ja gut. Puh, bin ich gerade noch mal davon gekommen. Puh, ich habe jetzt ey, Einhorn. Mein Einhorn geht crazy letzter Zeit. Wirklich, das chargt die ganze Zeit hier im Gehege rum. Ohne Grund. Und es greift auch manchmal das andere Pferd an. Und das hat die ganzen Kühe getötet. Kein Witz, da waren ein Haufen Kühe drin. Aber das Einhorn... Das rennt, ich weiß nicht, das sollte mal anlaufen oder läuft sogar gegen was gegen. Und der hier und der Pegasus auch, der da vorher drin war, den habe ich jetzt in mein Haus geholt. Das ist, ich glaube, das heißt Nightmare, das Ding hier. Das habe ich ja in der Höhle gefunden. Der rennt da halt immer gegen und die beiden sind halt stark genug, dass sie das regenerieren. Hier, können wir jetzt mal Chunks kaufen, okay? Ich habe es nun endlich geschafft, in meinen Kopf zu kommen. Und hier, ich bin relativ weit mit meinen Quests, aber ich habe die Chunk-Kauf-Quest noch nicht. Ich habe einen Chunk gekauft. Das heißt, ich kann claimen, dass ich einen Chunk gekauft habe. Sicher! Und da kriegt man 10 Dollar für einen Chunk. Das heißt, quasi ein Chunk zum halben Preis. Ich weiß noch nicht genau, wo ich den claimen will. Aber ich glaube, ich kaufe erstmal generell noch, wie viel ich brauche. Wir merken uns einen. Okay? Einen. Dann, gucken wir gerade weiter. Irgendwas, ich habe das Gefühl, ich kann gerade noch nicht claimen. Kann das sein? Okay, wir kaufen noch einen, noch einen. Hey. Nein. 10. Also wir haben 10 Chunks gekauft. Okay? 10. Jetzt haben wir das und können das später claimen. Ich habe das ohne Witz. Ich struggle zwar mit diesem Claim-System. Ich bin mir nicht ganz... Ey, Creeper! Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Ich glaube, ich habe hier irgendwas falsch. Das Pferd ist so richtig merkwürdig. Das ist super, super schnell. Ich meine, das seht ihr ja selber. Aber aus irgendeinem Grund, das springt nicht wirklich das... Also, sorry. Das fliegt nicht wirklich, das springt mehr so. Hier ist ein Pegasus. Was? Feuerspeit auf mich? Okay. Danke, Kamerad. Marcelina, die mich einfach angegriffen hat. Danke für die Emeralds. Dann werfen wir mal Kram raus. So. Weird. Okay, naja.
Danke trotzdem. Toll. Die ist fast kaputt. Die brauche ich auch nicht. Die brauche ich auch nicht. Danke für nichts. Hallo, Villagerdorf. Ich glaube, Tops hat gesagt, dass er das Villagerdorf noch weiter ausbauen wollte. Hat er mir jedenfalls erzählt. Da bin ich mal gespannt, was er da macht. Bis jetzt hat sich aber, glaube ich, absolut noch nichts verändert zu Folge 1. Deswegen weiß ich nicht, ob er damit schon angefangen hat oder ob er das nur seit Folge 1 sagt. Und bestimmt irgendwann noch machen wird. Okay, dann reiten wir. Oh, das ist so merkwürdig mit dem Pferd, weil das halt nicht richtig fliegt. Das springt halt, wie gesagt, mehr so. Du kannst dann halt höher springen und so. Okay, naja. Ey, Einhorn. Ich habe gehört, Einhörner. Der ist richtig frech hier geworden, der Kleine. Hör doch auf! Mann. Ich habe die Quests gemacht, die Zombie-Quests, mit Hilfe von Flo's Zombie-Falle, die 100er und die 200er. Seht ihr das? Der ist richtig aggressiv. Habe ich deswegen jetzt auch die ganzen Krieger-Quests. Ich habe das jetzt nicht gefilmt, weil ich gedacht habe, hey, da gibt es auch Spannenderes, als wie ich da stehe und quasi Zombies abfahre. Wie gesagt, das Pegasus habe ich jetzt hier hoch befördert und ich habe so viel Redstone. Pferde und Pegasi und Nightmares essen wohl gerne goldene Karotten. Deswegen machen wir jetzt eine goldene Karotte. Beziehungsweise wir machen ein paar mehr goldene Karotten, weil wir wollen die ja auch vermehren. Und dann können wir kleine süße Pegasus und Einhorn und Kreuz. Man kann die halt kreuzen, die verschiedenen Rassen miteinander. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre ganz cool. Ich habe eigentlich ja im Shop so ein bisschen Rüstungskram gehabt, aber ich weiß nicht, ob ihr die Folge von Flo gesehen habt. So, jetzt haben wir 5, das sollte erstmal reichen. Aber er hat da jetzt so eine riesen Box mit, keine Ahnung, Rüstung und verzauberten Kram und er hat auch, ich weiß nicht. Deswegen hat er da jetzt so ein bisschen das Monopol. Also suche ich mir eine neue Idee für mein Geschäft. Und ich habe überlegt, dadurch, dass ich ja als Einzige dieses schwarze Pferd zum Beispiel habe, unten Einhorn, unten Pegasus, könnte ich so eine kleine Zuchtstelle aufmachen und dann verkaufe ich verschiedene... Oh, ist der Floß online. Dann verkaufe ich... Ey! Jetzt haben die sich gerammt, jetzt ist da... Okay. Kleines aggressives Einhorn, Mann. Genau, dann verkaufe ich so kleine Zuchtbabys, die dann irgendwie... Irgendwie sieht das Baby noch sehr verbuggt aus. Das Einhorn ist so aggressiv. Oh. Genau, und dann wollte ich das halt überlegen, ob ich da so eine Art Farmsystem mache und dann halt so Zettel verkaufe, auf dem steht, okay, du kaufst ein kleines Baby-Einhorn und dann verkaufst du das halt und dann kann man den Zettel halt bei mir einlösen. Und ja, das habe ich mir so ein bisschen überlegt. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, ob die anderen die Idee schon hatten, ich hoffe nicht. Aber es ist besser, als wenn ich irgendwie Rüstung verkaufe. Generell der Shop habe ich erstmal so, ja, ich baue jetzt erstmal einen Shop und ich weiß noch nicht genau, was ich dann damit mache und was ich überhaupt verkaufen will. Aber das ist doch schon mal ein Ansatz, das ist doch schon mal ein Plan. So, dala. Jetzt, warte mal, die Karotten sind gar nicht weniger geworden. Ich verkaufe noch 4 goldene Karotten, habe ich gehört. Hä, wieso werden die denn nicht weniger? Hä? Why? Ich bin so irritiert. Ich habe mir 5 gecraftet, oder? Ich habe mir ziemlich sicher 5 gecraftet. Also. Also ja. Wie gesagt, Bibi-Ronja steht da oben noch. Okay. Wir haben deswegen keine Chunks claimen können. Nicht Chunks claim ging, aber diese Sachen wirklich claim ging nicht. Also das Claim kaufen ging, aber das Claim ging nicht. Wir sind jetzt Team Drache, okay, weil wir gefühlt jede Folge sagen, so, wir gehen auf Drachenjagd. könnt ihr euch ja denken. Nicht? Ha. Ich finde Team Drache ist ein cooler Titel, okay? Und dann schreiben wir jetzt, da ist richtig, richtig viel cool drin. Oh nee, warte, wir schreiben, hier ist richtig viel cool drin, weil es ist ja in unserem Team. Und ich habe so lange gebraucht, bis ich rausgefunden habe, dass es diese Option gibt. Ich schäme mich ein bisschen. So, hier ist richtig viel cool drin. Tada! Und dann haben wir jetzt auch ein Team. Und ohne Team konnte man nämlich keine Gebiete claimen. Und jetzt können wir Gebiete claimen. Bam! Das hat echt lang gedauert. Und wir machen das in Rot, weil Rot ist die Farbe von Feuer. Und so. Okay. Bam. Geclaimed, 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 geclaimed. So, jetzt. Das ist alles der Bereich um unser Baumhaus rum, ja, den wir jetzt geclaimed haben. Jetzt geht's weiter. Jetzt weiß ich nicht, was ist hier sinnvoll. Das ist natürlich auch noch Baumhaus. Das ist nämlich der Balkon, den wir hier claimen. Dann claimen wir das einfach gerade mit. Das da oben
Brauchen wir zwar nicht unbedingt, aber irgendwie sieht das dumm aus, wenn wir kein richtiges Quadrat claimen. Und dann haben wir erstmal so ein bisschen Bereich. Ich will es jetzt nicht übertreiben. Mein Plan ist, dass es kostet ja Geld, ja, die Dinger zu claimen bzw. zu endclaimen. Das heißt, solange Tops und Flo sich da noch so ein bisschen bekriegen, halte ich mich erstmal raus und claim wirklich nur das, was absolut notwendig ist für mich. Und dann, ich habe momentan, glaube ich, am meisten Geld, weil Flo echt viel geclaimt hat. Das hat man auf der Karte gesehen. Da muss er all sein Geld für ausgegeben haben. Und ich glaube, Tops ist noch nicht wirklich weit mit den Quests. So, einen Chunk haben wir geclaimed, 5 Chunks haben wir geclaimed und für... Oh, wir müssen 10 claimen. Das heißt, da müssen wir, glaube ich, nochmal ins Menü. Moment. Genau, den machen wir da noch einmal mit. Und wir haben ja eh 10 gekauft. Ich habe nur eben erst 9 geclaimed gehabt. Dann haben wir jetzt am sichersten. Abgeschlossen. Bamity-dam. Und müssen nur noch... Ich muss noch mit einem Mitspieler aufnehmen. Aus irgendeinem Grund habe ich das noch nicht hingekriegt. Das ist immer ein bisschen kompliziert bei mir, weil ich ja an einem anderen PC aufnehme als meine anderen Sachen. Und dann muss ich jedes Mal meinen Kamerakram buben. Ich kann jetzt auch meine Tiere immer füttern, weil die Karotten ja nicht runtergehen. Haha. Dafür mögen sie mich. Cool, ha? Huh? So. Folgende Situation. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja? Ich brate jetzt erstmal meinen Fisch. Bam. Und meine anderen Fische. Bam. Und noch meinen anderen Fisch. Wo ist er? Da ist er. Bam. Ich glaube, sonst habe ich keinen Fisch mehr. Das ist gar nicht schlecht. Ich wusste gar nicht, dass man die Sachen aus dem Fischernetz rauskriegt. Das war eher aus Versehen mitgekriegt als tatsächliches Wissen, weil ich halt mich eigentlich nur freibauen wollte. Aber hey, wer hätte das gedacht, ha? Huh? Jetzt wissen wir es. So. Dann kann ich eigentlich die anderen Sachen auch gerade mal abernten. Oh, man sieht sogar, dass da was drin sein soll. Das ist hier... Oh, das ist super cool. Dann kriegst du immer neues Fischernetz und du kriegst halt die Fische daraus. Das ist ja super praktisch. Die anderen, da sollte ja noch nichts drin sein. Die habe ich ja gerade erst gesetzt. Coole, die cool, cool. So, nächste Woche fängt ja das neue Zeitalter an. Das heißt, es gibt dann auch neue Quests. Ich bin excited. Und das können wir gerade nochmal upgraden. Dafür reicht die XP war gerade so, obwohl, ja, naja. Genau, da gibt es dann neue Quests. Ich bin gespannt, was es so wird. Und ich glaube, der Phönix soll kommen. Weiß ich aber nicht. Weiß ich nicht. So, wir geben dir jetzt erstmal nochmal die Möglichkeit, hier ein weiteres Baby zu gebären. Und zwar, das sieht einfach genau gleich aus wie das andere. Irgendwie erkämpft man da auch noch nichts, weil die einfach schwarz sind. Und, hallo Skelett, Mann. Und ich keine Ahnung habe, ob die später mal ein Horn haben werden oder nicht. Aber vielleicht fliegen wir nächste Folge mal das Pegasus runter. Und dann können wir da nochmal gucken, ob sich da was entwickelt. Ach, hier ist... Oh, es wird jetzt angezeigt. Team Rache. Man, oh man. Bräuchten im Prinzip noch so ein Logo. Ja, so ein Wappen mit so einem Drachen drauf. Falls ihr... So. Oder irgendwas anderes. Das wäre cool. Dann können wir uns davon überall Bilder draußen hängen. In dem ganzen Gebiet. Hey, ich hab Bilder. So. Tschüssi, Spinny. Und ich wollte mir ehrlich gesagt mal angucken. Ich reite da am besten mit meinem schnellen Pferd. Ich reite super gerne mit dem, habe ich das Gefühl. Und. Ey, wieso? Okay, ich lasse dich jetzt in Ruhe. Ich fliege jetzt einfach mit dem Pegasus, okay? Aber mit dem Einhorn ist es immer ein bisschen unpraktisch, weil das halt nicht so geländefähig ist. Und wenn man einfach hochspringen bzw. fliegen kann. Ich glaube, fliegen ist sogar besser in dem Fall gerade. Deswegen gehen wir hoch zum Pegasus. Mm. Ich wollte mal gucken, ob Tops und Flo was Neues haben, weil ich mir ehrlich gesagt die Sachen von den anderen nicht wirklich angeguckt habe. Jemals. Wir sind fast fertig, wie gesagt, mit den Quests. Weil ich das irgendwie immer langweilig fand und ich gedacht habe, oh, ich mache lieber was und ich will lieber meine Quests abschließen. Und bevor ich mir jetzt die Sachen von den anderen angucke, weil ich habe gedacht, das könnt ihr eh in den Folgen von Tilt sehen. Kämpfe ich lieber. Aber vielleicht gibt es ja was Neues. Das ist alles Team Melone. Ist das nicht... Ah, hier ist ein bisschen Team Ziegelstein. Das ist ja merkwürdig. Ich glaube, Flo hat einfach was aus Tops Gebiet geklemmt. Das ist natürlich... Das kann man natürlich auch machen. Das ist ein Statement. Hier hat Tops sein Pegasus. Okay. Ja. Ansonsten, was hat er denn hier? Zwei Fahrstühle. Ich wollte die nicht wegnehmen, okay? Das war aus Versehen. Die kommen wieder zurück. Ansonsten, ja. Okay.
Okidi, dann fliegen wir mal weiter. Wir fliegen mal kurz zu Flo's Haus, weil Tops hat eigentlich... Tops hat noch nichts gebaut. Ich war eine Folge, war ich kurz da und habe mir das angeguckt. Also, gefühlt ewig her. Aber ich meine, da hat sich noch nicht wirklich was verändert. So, oh, Flo hat sich ein bisschen was verändert. Da sieht es jetzt ein bisschen anders aus. Er hat jetzt seinen Kram hier vorne stehen. Und, ja, hat seine kleine Farm da. Sein... Plakat. Okidoki. Nicht schlecht. Und hier ist ja auch diese Zombie-Farm-Falle gewesen. Die habe ich ja auch gesehen und genutzt. Naja, ich bin gespannt, was sich da so entwickelt. Ey! Jetzt wird angegriffen oder wie? Hallo? Naja. Ständig schießen halt irgendwelche Skelette an. Und dann ist man voll irritiert, aus welcher Richtung das kommt. Und dann ist man immer so, okay. Oh, hallo Enderman. Ich habe gehört, wir treten in den direkten Kampf mit dir. Aha, du kannst mich nämlich nicht bekriegen. Irgendwie habe ich das Gefühl, auf so Pferden ist man unverwundbar. Kein Witz. Es fühlt sich so an, als ob man einfach nicht sterben kann, weil du einfach metzeln kannst und du verlierst nicht wirklich Leben, weil du halt... man sieht nicht viel und es fühlt sich auch ein bisschen komisch an, so zu kämpfen, aber... Solange es funktioniert, ne? Solange es funktioniert, ist das doch alles A-okay. Jetzt schießt hier schon wieder jemand auf mich. Ich werd verrückt. Hör doch mal bitte auf. Skelett, stopp. Okay. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Ich habe... Ach, das mit dem Monster wurde mir zu viel. Und mit dem Pegasus zu fliegen ist auch ein bisschen... Ja. Shaky. So, dann können wir das nämlich wieder abstellen hier. Wieso machen das die Pferde die ganze Zeit? Dieses... Das machen die ganze Zeit. Was soll denn das? Sieht aus, als ob er tanzen will. Naja, okay. Es ist, wie es ist. Ein tanzendes Pegasus. Naja, aber wenn uns Flo, Tops jetzt eine Falle gestellt hat, dann heißt es ja wahrscheinlich, wir müssen uns revanchieren. Sollen wir das nächste Folge machen? Das war's dann aber mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen hoch da. Guckt hier oben weitere Phoenix-Videos. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!